Wollte gerade sagen, ich dachte, war das jetzt so quasi umsonst? Also jetzt nur für so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, welches Boot ist schneller? Das andere Boot geht sie sofort rein, aber hier nicht. Und ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ich bin da fast reingefahren. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann dürfte ich jetzt den einen Gegner wieder von vorne töten. Boah, der Rückwärtsgang. Hat's rund gemacht? Das ist Mobbing. Vor allem aus dem Boot kann man nicht schießen. Getestet habe ich das schon im Offscreen. Kann man wenigstens darauf ballern? Sieht aus, als könnte man da noch raufgehen. Da. Kann jetzt aber auch nur so sein. Und die springt nicht! Lever hier. Hör auf, rückwärts zu schwimmen. Du Pinat. Ist nur noch der kleine Abschnitt. Mann, Alter, ist es eine blöde Kuh ernst? Mann! Ja, um auszusteigen, muss man halt die Bewegungstaste nehmen und Viereck drücken. Also je nachdem, ob man links oder rechts aussteigen möchte. Kann man links oder rechts machen. Wenn man Viereck, wie gesagt, drückt. Irgendwas sagt mir, dass da noch ein Gegner da ist. So. Alles klar. Wenn ich darüber gehe, geradeaus, dadurch und dann sofort nach rechts. Aber ich glaube, ich habe wirklich jetzt alle Gangster ausgeschaltet. Thank you.
Mann, kannst du auch einmal normal schwimmen? Der Schulter, genau, geiles Deutsch. Alter. So, dann speichere ich jetzt wieder hier. Damit ich es aktivieren kann, mich sofort umdrehe, rüberspringe, auf das Boot gehe und dann Tempo mache. Ja, hallo, Mädchen! Mach keinen Scheiß jetzt! Ausruhen kannst du später! Ich glaube, sie braucht einen Notarzt. Was denn sonst laden? Bitte das letzte Level laden, obwohl ich da noch nicht war. Wie soll ich denn das machen? Das kann ich ja wohl hier kaputt schießen vor allem. Kann ich mir doch schlecht erzählen. Oh, Alter! Oh, du sollst dich nur drehen und nicht vorwärts. War ich überhaupt schon bei denen? Ja, anscheinend gar nichts. Also nochmal. Klar, ich könnte jetzt aktivieren und dann schnell speichern, aber ich denke mal, das ist eher schwachsinnig. Och man, Mädchen! Wir sind hier nicht bei Blödmannshausen. Möchte heute noch das Level schaffen, ja? Und nicht nur, nicht dann, wenn es dir passt. Ja, ich esse jetzt dafür Schokolade. Kannst du irgendwie hier so sterben? Scheint ja nicht. Und ich weiß, wenn ich so fahre, schaffe ich es niemals. Und dieser Weg ist hier viel zu lang. Jedenfalls. Irgendwie schmeckt die Schokolade gar nicht. Das letzte Mal hat sie lecker geschmeckt, irgendwie heute nicht. Ist so eine Bio-Schokolade. Hm.
Ist es dein Ernst? Dann machst dein Gehirn auch scheiße, Mädchen? Am nächsten möchte ich gerne einen Spruch dazu sagen. Aber ich lasse es lieber. Der dreckige Arschlöcher. Also die Macher. Dann hat sich das erst doch gesehen. Das heißt, wenn die Glocke losgeht, dann ist es wieder offen? Ich weiß, wenn die Glocke soweit aktiviert ist, dann heißt, dann habe ich nur ein paar Sekunden Zeit, um mich dorthin zu beeilen. Aber ich brauche dazu die Rampe, aber es funktioniert nicht. Nicht direkt drauf und nicht daneben. Leider kann kein Boot fahren. Bin ich irgendwie richtig? Ja. Das ist ein Wutanfall. Das ist genau das Einzige, was ich in diesem Level hasse. Hasse oder hasse? Hasse einfach. Es ist einfach nur mit die blöde Zeit. Nein, nicht Statistiken, die sind mir scheißegal. War vielleicht auch ein Fehler, nach circa einem Monat dann den zweiten Teil zu spielen. Ist ja so ähnlich wie... Quatsch. Es erinnert mich ein bisschen an Tekken schon, also nachdem ich die ganze Serie gespielt habe oder die halbe Serie. Man kann da nichts machen, Mann! Ernsthaft? Ich hab doch vorhin auch Kreuz gedrückt. Es hat nichts gemacht. Wieso funktioniert das jetzt? Oder habe ich ganz Zeit Viereck gedrückt? Ah ne, ich habe ja ganz Zeit nur die Falltaste gedrückt. Aber trotzdem habe ich hin und wieder mal auch Kreuz gedrückt. Ich habe jetzt mal alle Tasten gedrückt. Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen oder so. Das Spiel kann mich langsam echt am Arsch lecken, Alter. Das kann doch nicht mal wahr sein, ey. Oh, Mann. Aber das ist typisch PlayStation 1.
Mann! Man kann es auch übertreiben jetzt so! Ein paar Mal ist es los, aber nicht so oft! Die sind einfach hängen geblieben, ich konnte nicht mal weggehen! Ja, hallo, dreh dich! Wenn ich schon blöde spielt. Geh da durch! Oh, Alter! Hast du noch ein Schwein gehabt? Oh. Nein, ich tue nur so, dass ich es überschreiben möchte. Am Ende vielleicht voll die schlechte Laune. So. Ich weiß, dass da irgendwas mit Feuer zu tun hat. In diesem Level. Dennoch, ich bedanke mich trotzdem, dass sie zugesehen hat. Es werden anscheinend wieder zwei Parts eigentlich, weil ich das in ein Part machen. Aber die Dumpfbacke, hat ihr ja gesehen, hat nicht ordentlich mitgemacht. Oder besser gesagt auch mal die Steuerung. Es war auch im Hauch bis in meine Schuld dabei, also meine Dummheit. Aber naja, drittes Level. Das ist offiziell das letzte Level, was ich damals noch gespielt hatte zum Teil. Wie gesagt, mein Cousin hat mal während des Fluges gespeichert. Und man ist nicht sanft gelandet oder halt davongekommen. Alles andere, also ab die Also ich sage euch ungefähr ab welche Stelle. Danach, also nach dieser Stelle, ist dann für mich alles komplett blind. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen und dann geht es das nächste Mal weiter hier bei Level 3. Tschüss!